willkommen, liebe Pets und Petplayer, zur ersten Ausgabe von Petplay News. In Berlin wurden laut Zeitungsberichten am vergangenen Wochenende zahlreiche merkwürdige Gestalten im Tiergarten gesichtet. Der Tiergarten ist ein gut 200 Hektar großer öffentlicher Park im Berliner Bezirk Mitte. Laut bestätigten Gerüchten handelt es sich um etwa 2 Dutzend Ponyplayer, wovon etwa 8 im entsprechenden Outfit unterwegs waren. 2 Sulkis waren zu diesem Zweck im Tiergarten unterwegs, in dem übrigens Pferde verboten sind, seitdem es nicht mehr als Jagdrevier für den deutschen Kaiser genutzt wird. Nach Augenzeugenberichten war hier eine braune Stute Morgana vor dem Sulki eines Mannes mit Sonnenbrille gespannt, der nach Presseberichten ein gewisser Henning von Fury Fantasy gewesen sein soll. Der 26-jährige Tico aus Oranienburg bei Berlin wurde mit Hundemaske in der lokalen Zeitung abgelichtet. Der 26-jährige Tico aus Oranienburg bei Berlin wurde im letzten Monat mit Hundemaske in der lokalen Zeitung abgelichtet. Nach eigener Aussage ist dieser Fetisch für ihn nichts Besonderes, nur eine sexuelle Variation. Seine Freunde wüssten Bescheid, seine Familie sollte aber nichts davon erfahren. Ob dies nach der entsprechenden Publikation weiterhin der Fall ist, entzieht sich unserer Kenntnis. Weiterhin liegen uns keine Informationen dazu vor, ob er inzwischen schon einen Owner gefunden hat. Das Wave-Gothic-Treffen in Leipzig wirft seine Schatten voraus. Die Planungen beim Fetisch Pet Store laufen seit Wochen auf Hochtouren und laut Aussage des Inhabers sind wieder einige Überraschungen für das kommende Pfingstwochenende geplant. Detaillierte Angaben dazu wurden nicht gemacht. Man hoffe auf schönes Wetter und nette Besucher mit viel Spaß, hieß es aus Unternehmenskreisen. Zum Abschluss die Aussichten. Mit gelegentlichen Auftreten von Petplayern in den Innenstädten muss weiterhin gerechnet werden. Das waren die Petplay News. Wir wünschen Ihnen noch viel Spaß.